Ja, herzlichen Dank. Es ist immer lustig, wenn ich dann herkomme und viele noch kennen aus meiner Zeit, als ich selbst bei einer NGO gearbeitet habe. Und wie der Günter Lutschinger zu uns gekommen ist und gesagt hat, er hätte da diese Idee, die er gerne umsetzen würde im Rathaus, haben wir eigentlich gleich Ja gesagt. Weil ich mich noch gut erinnern kann, dass wir damals eigentlich immer sehr verzweifelt fast nach Wirtschaftskontakten gesucht haben, gerade beim Thema Gendering, das sich betreut hat, hat sich dann in vielen Bereichen ja fast nahezu aufgedrängt, da Kooperationspartner zu finden, gemeinsam für Ideale, für gewisse Dinge zu kämpfen, beziehungsweise Sachkoalitionen zu bestimmten Dingen zu schließen, und das ist uns unglaublich schwer gefallen. Also da sozusagen einen Fuß in die Tür zu bekommen, und deswegen haben wir gedacht, das ist wirklich eine tolle Sache, und das Wiener Rathaus ist so groß und hat viele Säle, und da werden wir sicher einen finden, wo wir euch unterbringen können. Es ist nicht der schönste, wie du gesagt hast, aber doch einer der schöneren, ja, den wir gefunden haben. Aber für ein Festzeit reicht es noch nicht aus. Vielleicht in Zukunft wird es dann noch mehr werden, wenn es noch weiter wächst und größer wird, können wir dann mit den Festzeiten im Rucksack übersiedeln. Na, ganz im Ernst, das freut mich wirklich. Ich finde, das ist eine tolle Initiative. Ich wünsche wirklich allen viel Erfolg. Ich habe auch gehört, dass der Thomas Ruschke, der bei uns den Öko-Business-Plan betreut, das ist unsere Verbindung zwischen Umwelt und Wirtschaft, aber wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, sie sparen sich Betriebskosten und für uns sparen sie quasi negative Umweltauswirkungen ein. Das ist auch ein sehr schönes Projekt, das wir schon seit 11 Jahren in der Stadt Wien machen. Und ich habe gehört, dass der Thomas Ruschke sich da jetzt auch ein bisschen in diesem Aspekt einklinken wird. Also vielleicht oder hoffentlich ist das der Beginn einer wunderbaren neuen Freundschaft. Ja. Ich sehe schon, dass alle ein bisschen in den Startlöchern schauen und schon anfangen wollen. Deswegen darf ich wirklich allen ein gutes Gelingen wünschen, viele Kooperationen und viele einfach tolle Geschäfte, also in Anführungszeichen, heute abzuschließen. Das heißt, dann würde ich die Verstandrätin bitten, mit einem Gong den Handelstag zu eröffnen. Das bedeutet, es geht los, 10 Minuten, ich werde Ihnen sagen, bis zum nächsten Handel, und wir hören um 17 Uhr auf, und dann gibt es wieder eine. Es ist nicht so unbehaglich. Ja, könnten Sie das zum Beispiel moderieren? Ja,